Ein Urteil. Das war dann erst am 30. April 2004. Ein Hoch auf unser rechtsstaatliches Prinzip der Unschuldsvermutung. Fragen was zum 8. Mai 2003. Eine Hofer Kripo-Beamtin rät Eltern, wie sie sich bei sexuellem Missbrauch verhalten sollen. Im Rahmen dieser Informationsveranstaltung in der Aula der Grundschule Naya meldet sich eine Zuhörerin zu Wort. Wenn ich mir den Fall Lichtenberg anschaue, verstehe ich nicht, warum so viele Eltern so lange geschwiegen haben. Die haben das alle verduscht, sagt die Frau mutig. Mein Gott, was war die mutig? Das ist für mich als Mutter auch nicht nachvollziehbar, antwortet die Beamtin. Sie bezeichnet die Lichtenberger als einen Menschenschlag, der das ortsintern unter sich ausmache. Es wird in diesem Bereich unheimlich viel geschwiegen. Ich weiß nicht, liebe Pressevertreter, ob Sie den Spruch kennen. Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht. 4.11.2003, Bundesfamilienministerin Renate Schmidt erklärte in der Johannes B. Kerner Show vor einem Millionenpublikum und im Beisein von Peggys Mutter, die Einwohner Lichtenbergs hätten eine Mauer des Schweigens aufgebaut und weggesehen. Bürgermeister Köder zitierte aus einem Brief an die Ministerin, wer sich, ohne alle Hintergründe zu kennen, ohne sich bei den Bürgern zu informieren, ohne jemals in dieser schweren, traurigen Zeit in Lichtenberg gewesen zu sein, in dieser Art und Weise öffentlich äußert, der kann nur einen Informationsstand haben, der dem Niveau der Bildzeitungsberichte entspricht. Recht hat er gehabt. Und dieses Niveau wurde seitdem leider nur in einigen Ausnahmefällen überschritten. Nun ein Zitat aus der Neuzeit. Aktenzeichen XY im Frühjahr 2014. Unmittelbar nach Ulfis Freispruch zum vermissten Fall Peggy. Peggy ist auf dem Nachhauseweg von der Schule gegen Mittag verschwunden. Entspricht das den Tatsachen? Der bundesweit bekannte Profiler Petermann hatte hierzu eine klare Meinung. Nach so einem Freispruch hat man noch einmal bei Null anzufangen. Im kurz vorher stattgefundenen Videoaufnahmeverfahren haben mehrere Zeugen ausgesagt, sie noch nachmittags und am Abend gesehen zu haben. Diese Aussagen konnten in keiner Weise als unglaubwürdig dargestellt bzw. widerlegt werden. Sämtliche Versuche bezüglich dieser Aussagen Widersprüche zu erzeugen, um sie dann als unglaubwürdig bezeichnen zu können, spielten keine Rolle. Die Zeugen stehen noch heute zu ihren Aussagen. Und trotzdem ist es so, dass noch heute das Verschwinden auf dem Nachhauseweg von der Schule wie in Stein gemeißelt Gültigkeit besitzt. Und auf diese Weise scheiden ganz offensichtlich Personen aus, die bei einem anderen Zeitfenster sofort in den Fokus der Ermittlungen kommen müssten. Bereits dieser Beitrag im Aktenzeichen XY ist ein Verbrechen an unserem Rechtsstaat. Ich vertrete die Ansicht, dass in einem Land, in dem das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland gilt, Ermittlungshoheit kein Synonym für Narrenfreiheit sein kann und darf. Deswegen empöre ich mich und ich denke mal, das ist auch meine staatsbürgerliche Pflicht. Verschwörungstheoretiker zu sein, muss ich auf das Energischste zurückweisen. Wir Zeugen speisen unsere Erkenntnisse aus Selbsterlebtem, nicht aus halbseitigen Facebook-Kommentaren oder aus Internethetze und definitiv auch nicht aus dem, was in allzu vielen Zeitungen zu lesen steht. Die Frankenpost-Leser Almelien schreibt im September 18 von einem hohen Gut, als sie in einem anderen Zusammenhang feststellt, dass ungehinderte Beobachtung kein Anspruch ist, den journalistische Medien gegenüber dem Staat erst durchsetzen müssen. Ich gehe mal naiv, wie ich bin, davon aus, dass diese ungehinderte Beobachtung auch eine ungehinderte Berichterstattung zu folgen hat. Aber warum merke ich nichts davon? Es ist natürlich auch gar nicht so einfach, Klartext zu reden. Im April 2017 wurde ein Hilferuf aus Lichtenberg an die Presse verschickt. Er enthielt unter anderem auch Zitate über polizeiliche Aktenvermerke aus dem Jahr 2001, unmittelbar nach dem Verschwinden. Gegenüber einem Journalisten hat unser Bürgermeister, Herr Knüppel, der auch diesen Hilferuf mit unterzeichnet hat, geäußert, er ist der Meinung, dass hier etwas verduscht wird. Vor ein paar Wochen habe ich erfahren, dass er deswegen bei der Staatsanwaltschaft handdampfen durfte. Sauber. Wenn ein Mensch in diesem Rechtsstaat erkennt, dass hier bewusst nicht in alle Richtungen ermittelt wird, wenn er als Bürger dieser Stadt auch die Zeugen, denen man nicht glaubt bzw. ignoriert, bestens kennt, dann ist es verdammt nochmal seine Pflicht, sich für die Wahrheit einzusetzen. Allein schon aus dem Grund, weil er als Bürgermeister eine besondere Verantwortung hat.
Hierfür bin ich ihm auch ausdrücklich dankbar. Sie sehen, es ist in unserem Rechtsstaat gar nicht mal so einfach, sich für eine Sache einzusetzen, wenn staatlichen Interessen zuwiderläuft. Hier wird, wenn man Gefahr läuft, der Wahrheit zu nahe zu kommen, ein Klima der Angst erzeugt, gerade so wie in den Staaten, auf die wir so gerne mit dem Finger zeigen und denen wir fehlende Rechtsstaatlichkeit vorwerfen. Etwas Entscheidendes haben wir, die wir an der Wahrheit interessiert sind, unseren Ermittlungsbehörden voraus. Wir sind nicht weisungsgebunden. Das ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Im Buch NSU, der Terror von Rechts und das Versagen des Staates, ist zu lesen auf Seite 104. Nicht nur Geheimdienste verstehen sich auf das Spiel von Information und Desinformation. Auch Polizisten darf man nicht alles glauben. Wenn es darum geht, eigene Fehler und Versäumnisse zu verschleiern oder auf andere zu schieben, können sie alle sehr kreativ sein. Diese anderen, welche die volle Breitseite abbekommen haben, das waren hier die Bürger Lichtenbergs, die man damals wie heute zu einem wegschauenden, vertuschenden Täterfolg gemacht hat. Die hierbei angewendeten Mittel erinnern an schwärzeste Stunden deutscher Geschichte. Im Bayerischen Landtag trug der Abgeordnete Arnold nach dem Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren vor. Gleichwohl kam es zu diesem Freispruch. Wer hat diesen Freispruch erwirkt? Es waren nicht die Kräfte der Justiz, die eine Revision innerhalb des eigenen Apparats in Gang setzen, sondern es waren Bürgerinnen und Bürger, die von Anfang an die Unschuld des damals verurteilten Ulrich glaubten. In einer beispielhaften Kampagne wurden Fehler aufgedeckt und Sachverhalte hinterfragt. Methoden wurden zutage gefördert, die uns allen, die wir Träger und verantwortliche Befürworter des Rechtsstaates sind, in keiner Weise gefallen können. An dieser Stelle möchten wir auch noch mitteilen, dass wir im Falle sexueller Missbrauchs an der Pädagogik innerhalb der nächsten 3 bis 4 Monate den Wiederaufnahmeantrag stellen werden. Wir werden beweisen, dass der Herr Kulasch weder am Donnerstag der Becky Knoblauch begegnet sein kann. Wir werden ferner beweisen können, dass die Becky Knoblauch ihm an diesem Donnerstag nicht begegnet ist. Und wir werden beweisen, dass es niemals einen sexuellen Missbrauch gegeben hat. Zu den Personen, die hier aktiv mitgeholfen haben, gehören sehr viele Lichtenberger. Weil ohne die hätte doch keiner wissen können, was hier abläuft. Umso schmerzlicher ist es für mich, wenn ich so etwas wie den eingangs zitierten Dreck lesen muss. Liebe Pressevertreter, Sie denken wohl, der schöne Spruch, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht, findet nur Anwendung in Unrechtsstaaten. Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, zum Begräbnis der Wahrheit gehören viele Schaufeln. Und das passt zu diesem Fall wie Arsch auf Eimer. Ich finde es höchst interessant, dass, obwohl hier stets versucht wurde, die letzte Schippe draufzulegen, es einfach nicht gelingen wird, diesen Fall endgültig zum Abschluss zu bringen. Das ist auch der Verdienst von Bürger Lichtenbergs und nicht etwa deren Schuld. Auf jeden Fall ist es bisher nicht der Verdienst der Medien. So abstrus dieser Fall bisher verlaufen ist, würde es mich nicht wundern, irgendwann mal in einer Zeitung zu lesen, der Umstand, dass mit dem Fall Becky das Schwarzbuch des Bundes des deutschen Steuerzahlers nicht um ein Kapitel, sondern um eine Enzyklopädie zu erweitern ist, ausschließlich auf das widerborstige Verhalten der Lichtenberger zurückzuführen sei. Wir von der Bürgerinitiative sind schon lange nicht mehr allein mit unserer Überzeugung, dass es in diesem Fall mehrere Interessensgruppen gibt, die ein vitales Interesse daran haben, dass die Wahrheit in einem Fall von Kindesmord für immer verborgen bleibt. Falsche Spuren wurden exzessiv verfolgt, richtige Spuren ignoriert oder gelöscht, steht im Buch über den NSU-Skandal. Und dann gerade im Fall Becky die Böhnhardt-Spur. Schon irgendwie komisch, oder? Man bekommt fast den Eindruck, es diene dem Staatswohl, wenn ein Kindesmord nicht wahrheitsgemäß aufgeklärt wird. Wenn Sie, liebe Pressevertreter, auch ein Interesse an der Wahrheit haben sollten, müssen Sie endlich mal anfangen, sich anders als bisher zu verhalten.
akzeptieren Sie endlich, dass A, der Ihnen nicht auf dem Nachhauseweg von der Schule verschwunden ist, und B, den 7. Mai, vielleicht sogar den 8. Mai 2013 überlebt hat. Basierend auf diesen Fakten könnte am Ende die Wahrheit ans Licht kommen, aber dafür braucht es keine Ermittler, sondern mutige Journalisten. Wer nichts weiß, wird alles glauben. Damit sind Sie, liebe Pressevertreter, gemeint. Um dem entgegenzuwirken, muss man sich Wissen aneignen. Ihre bisherigen Bemühungen diesbezüglich waren leider höchst ungenügend. Wir brauchen endlich die Unterstützung der Medien in dem gleichen Maße, in dem sie sich bisher vorwiegend gegen uns gestellt haben. Wir können doch nicht unseren Eltern und Großeltern vorhalten, dass sie vor 80 Jahren alles mitgemacht haben und sich alles haben gefallen lassen. Und in einem Musterschal der westlichen Zivilisation bringen wir heute das Maul nicht auf, wenn wir ohne jeden Zweifel erkennen, dass das gemeinhin grenzenlose Vertrauen in Polizisten und Staatsanwälte hier in vollem Umfang unangebracht ist. Also, wenn Sie künftig wieder vom Märchen des Verschwindens auf dem Nachhauseweg schreiben, denken Sie bitte daran, dass Sie damit die Gefühle vieler Lichtenberger Bürger, die derzeit als Zeugen ausgesagt haben, weil sie der Polizei helfen wollten, aufs Heftigste verletzen und sie hiermit aktiv mithelfen, dass die ermittlungstaktischen Manipulationen aus grauer Vorzeit auf ewig dazu führen werden, dass die Wahrheit nie ans Licht kommt. Heute vor einer Woche hatten mehrere Personen Besuch von Kripo-Beamten der Soko Berlin. Bei einem hochbetagten Rentner-Ehepaar sagte einer der beiden sinngemäß, dass, sollte die Wahrheit nicht ans Licht kommen, die Justiz, die Kripo und Lichtenberg verlieren würden. Ich sehe das etwas anders. Kommt die Wahrheit ans Licht, gewinnt Lichtenberg, Ermittlungsbehörden und Justiz verlieren. Genau das muss auch geschehen in einem Rechtsstaat, der sich als ein ebensolcher beweist, indem er Polizei- und Justizskandale nicht einfach hinnimmt. Letztendlich machen wir uns die Worte jenes Mannes zu eigen, der gesagt hat, wir müssen den Mut haben, zu sagen, was ist und auch, was nicht ist. Der Anspruch, Fakt und Lüge zu unterscheiden, das Vertrauen in die eigene Urteilskraft, sind höchste Privilegien eines jeden einzelnen Bürgers und Voraussetzung von Demokratie. Voraussetzung von Demokratie. Unser Bundespräsident müsste eigentlich stolz auf uns sein, weil der hat es gesagt in seiner Antrittsrede. So, das war jetzt mal Teil 1. Hinsichtlich dieser besonders fragwürdigen Ermittlungen in neuerer Zeit möchte ich noch eine Anmerkung auch zur Klarstellung in Bezug auf diverse Presseberichte der letzten Monate von Seiten der Kanzlei abgeben. Erstens, es ist richtig, dass nach dem Teilgeständnis des Manuel S. zwei Polizeibeamte bei den Eltern des Herrn Kulatsch auftauchten. Den Eltern des Herrn Kulatsch sagten, diese müssten an der Überführung des Manuel S. jetzt unbedingt mitwirken, denn der Manuel S. sei der Mörder der Peggy Knobloch. Tja, jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Ich habe das mit niemandem abgesprochen. Vielleicht hat es jetzt auch Folgen für mich. Ist mir jetzt egal. Ja, das stand schon in der Zeitung, das wusste ich gelesen. Okay. Im Fränkischen Tag kann man es nachlesen. Ich habe im September 2001 auf dem Fußballplatz in Lichtenberg von einer Person erfahren, dass Manuel S. etwas vergraben haben soll, während drei Männer schwierig standen. Mir ist sofort eingefallen, dass ich eine der genannten Personen eines Vormittags ein paar Monate vorher in meinem Auto sitzen hatte. Fest stand ohne jeden Zweifel, dass dies nicht in den Schulferien, sondern an einem Schultag geschah. Wie ich nach gründlicher Recherche meine Arbeitszeitunterlagen feststellen konnte, waren die einzigen Schultage, an denen ich im Frühjahr 2001 frei hatte, der 7. bis 9. Mai 2001. Da war ich nämlich nach einer Fußballverletzung krank. Einen dieser drei Männer, der Manuel S. sehr nahe steht,
hatte ich am Morgen des 9. Mai als Beifahrer in meinem Auto, als ich ihn während eines kurzen, aber heftigen Regengusses von Bad Steben nach Lichtenberg genommen habe. Er war zu Fuß unterwegs gewesen, hatte vorher auf seinen schulpflichtigen Bruder gewartet, der dann nach 9:30 auch zu ihm kam und mit ihm nach Lichtenberg laufen wollte. Ich hatte vorher in Bad Steben getankt und um 9:17 Uhr per Karte bezahlt. Mein Beifahrer machte einen sehr gestressten Eindruck und wollte bereits am Ortseingang Lichtenbergs aussteigen. Als ich, freundlich wie ich nun mal bin, trotzdem mit ihm in den Ort weiterfuhr, weil ich ja wusste, wo er wohnt, hat er entnervt und resignierend abgewunken. Klar, man hätte ja der Polizei in die Hände laufen können. Das war für mich Anlass genug, noch im September 2001 die Kripo zu informieren. Herausgekommen ist damals natürlich nichts. Wie sollte es auch anders sein? Seltsam ist jedoch die Tatsache, dass A. die Kripo sich zu keiner Sekunde dafür interessiert hat, wer mir diese unglaubliche Geschichte überhaupt erzählt hat, um den Urheber dieser Geschichte zu ermitteln. Schon die Tatsache, dass ich die Namen der anderen Beteiligten nicht mehr genau wusste, hätte dies zwingend erforderlich gemacht. Ich jedenfalls habe alles, was ich wusste, der Kripo mitgeteilt. B. die Kripo sich nicht die Mühe gemacht hat, die Arbeitskollegen jener Person zu befragen. Er konnte an diesem Tag nicht vor 10 Uhr in der Arbeit gewesen sein. C. ich wegen dieser Sache nicht einmal offiziell vernommen worden bin. D. die Kripo zu keiner Zeit meine Unterlagen sehen wollte, die ich mir extra von der Tankstelle habe ausdrucken lassen und die belegten, dass ich an jenem Tag vorher in Bad Steben war. E. die Kripo mir weismachen wollte, dass allein schon die Aussage, es hätte am Mittwoch, den 9.5. zwischen 9:30 Uhr und 9:45 Uhr geregnet, gar nicht stimmen kann, weil das Wetter nach dem 7.5. ständig besser geworden ist. Ich habe mir von der Wetterstation Bad Steben die Wetteraufzeichnungen von damals besorgt. Wie klar zu erkennen ist, kann aufgrund der vorhandenen Luftfeuchtigkeit an diesem Vormittag kein Mensch guten Gewissens behaupten, dass es hier definitiv nicht geregnet haben kann. Ich gebe natürlich auch zu, dass als wir in Lichtenberg angekommen sind, es dort keinen Tropfen geregnet hat. Solche Phänomene sollten uns nicht erst seit dem letzten Sommer bekannt sein. Interessant ist natürlich gerade jetzt der Umstand, dass die Kripo, obwohl sie verzweifelt versucht, belastendes Material gegen Manuel S. ans Licht zu bringen, mich komplett in Ruhe lässt. Warum wohl? Durch meine Aussage könnte das Kartenhaus zusammenbrechen, welches aufgebaut ist auf dem Märchen vom Verschwinden auf dem Nachhauseweg von der Schule am 7. Mai 2001. Die Frage muss erlaubt sein, wem nützt das? Bitte. Ach so, ja. Ab 17. April 2004 stand in der Presse, dass der Staatsanwalt in seinem Schlussplädoyer der Überzeugung sei, alle Lichtenberger Entlastungszeugen haben sich ihre Geschichten nur so ausgedacht. Und alle Zeugen, die wir hier am Nachmittag und Abend des 7. Mai gesehen haben, haben sich mal einfach so getäuscht. Als Folge hieraus sei es logisch, dass Ulfi der Mörder Beckys ist und lebenslang weg muss. Unmittelbar danach machte in Lichtenberg ein Gerücht die Runde. Manuel S. habe eine Art Nervenzusammenbruch erlitten, kam aus dem Kreise seiner Arbeitskollegen und es habe etwas mit dem Fall Becky zu tun. Aufgrund meiner vorherigen Erlebnisse habe ich mich hierüber etwas aufgeregt. Einige Wochen später stand Manuel vor meiner Haustür und hat sich verbeten, dass hierüber gesprochen wird, weil er nur im Urlaub war. Das heißt, er war eine Zeit lang offenbar nicht in Lichtenberg. Im Frühjahr 2017 haben Lichtenberger Bürger, damalige Arbeitskollegen, recherchiert und herausgekommen, dass er vom 20. April bis 17. Mai 2004 krankgeschrieben war. Ich sah es als meine Pflicht an, die Kripo hierüber zu informieren. Was ist dann passiert? Ich wurde von Manuel S. angezeigt. Wie das? Die Kripo hat ihn vorgeladen und ihm vorgelesen, was der Rang so alles behauptet und hat dabei die Jahreszahlen nur so durcheinander gewürfelt.
Das hat offenbar für eine Anzeige gereicht. Und das, obwohl bis zum heutigen Tage die von mir getätigten Angaben seitens der Kripo nicht überprüft worden sind. Die Unterlagen des Arbeitgebers sind immer noch vorhanden. Bereits in den Wochen vor dem Verschwinden waren wiederholt PKWs mit tschechischen Kennzeichen in Lichtenberg unterwegs, die am Marktplatz, aber sogar auch direkt vor der Knoblauchschen Gartentür parkten. Unserem damaligen Vereinsvorstand Thomas Brunner war das so auffällig geworden, dass er sich das Kennzeichen dieses einen Autos sogar notiert hat und nach dem Verschwinden einem Lichtenberger Polizisten ausgehändigt hat. Fragen Sie, liebe Pressevertreter, noch einmal bei der Kripo nach, was daraus geworden ist. In den Akten steht für den ganzen Zeug nichts. In Lichtenberg hat im Jahr 2001 eine Frau gewohnt, die regelmäßig gegenüber ihren Arbeitskollegen geschwärmt hat von der Becky, die anscheinend regelmäßig bei ihr war und auch von ihr ständig bekocht worden ist und sie mit ihr die Hausaufgaben gemacht hat. Erfahren hat das die Kripo im Jahr 2016 nach dem Leichenfund von den Arbeitskollegen dieser Frau. Im Jahr 2001 hat diese Frau geleugnet, Becky zu kennen, beziehungsweise etwas mit ihr zu tun zu haben. Heute kann man sie nicht mehr fragen, sie ist verstorben. Interessant ist ihr damaliger Wohnort. Sie war Nachbarin meines Beifahrers vom 9. Mai 2001. Wie leichtfertig Medien mit der Wahrheit umgehen, merkt man auch jetzt, wo man Manuel S. ins Visier genommen hat. So lese ich, dass Manuel ein Sandkastenfreund von Ulfi gewesen sein soll. Das hat zum Zweck, Ulfi wieder ins Spiel zu bringen. Im ersten Prozess 2003-2004 war eigentlich klar geworden, dass die beiden zum Zeitpunkt des Verschwindens nichts, aber auch gar nichts miteinander zu schaffen haben. Ulfi stammt nicht aus Lichtenberg. Ulfi ist mit seiner Familie im Jahr 1988 nach Lichtenberg gezogen. Er ist, genau wie Manuel, Jahrgang 77. Somit wird uns weisgemacht, dass die beiden im zarten Alter von 11 Jahren Sandkastenfreunde wurden. Die Hetzer von damals können ja immer noch behaupten, dass bei diesem degenerierten Bergvolk, wo scheinbar alle ein bisschen der allgemeinen Entwicklung hinterherhinken, dieses Alter gerade richtig ist, um mit kindergartengerechten Sandkastenspielchen zu beginnen. Vielleicht findet sich auch hierfür eine Koryphäe, die das hier möglich erachtet. Auch ist mir aufgefallen, dass in nahezu alle Medien vor dem Ulfi-Urteil vom 30. April 2004 nicht erwähnt worden ist, dass Ulfi eine geistige Behinderung hat. Viele haben sich schwer getan damit und lieber vom geistig Zurückgebliebenen, vom Dorfdeppen geschrieben. Wäre es nicht auch in Ihrer Verantwortung gelegen, liebe Pressevertreter, hier mal etwas kritischer nachzufragen? Aber nein, alle haben sich damit zufrieden gegeben, dass es zwar keine Sach- und Zeugenbeweise für die Tat gegeben hat, aber die gebetsmühlenartigen Wiederholungen seitens der Anklagebehörde, alle seien überzeugt, dass Ulfi der Mörder Peggy ist, haben sich durch ihre Medienberichterstattung im Gedächtnis der kritiklosen Masse der Bevölkerung festgesetzt. So kam es zu einer Verurteilung wegen Mordes, basierend auf stetig heruntergeleierten Überzeugungen. So, jetzt reicht. Nachdem sie aus der Schule gekommen ist, verschwunden sein soll, nicht
stimmt. Es geht ferner darum, dass es vollkommen unmöglich ist, dass Ulfi Kulatsch und Manuel S. sich an diesem Tag begegnet sind. Drittens ist es so, dass man trotz der Aussagen von der Mutter von Vicky Mutloch, das ist die Frau Röhl, noch ein Dritter, immer nur in eine Richtung ermittelt hat. Die Möglichkeit, dass die Vicky Mutloch möglicherweise im familiären Umfeld zu Tode gekommen ist, wird von der Polizei gänzlich ausgeschlossen. Ich habe meine Frage an den Fahrrad. Interessengruppen. Ich meine, klar, Mörder, ob einer oder mehrere, doch ich brauche es nicht vorlesen, das hatte ich jetzt weggelassen. Zusammenfassend meine Überzeugung, nennen wir sie Tathergangshypothese. Ich glaube schon mal, woher das. Entschuldigung, Tathergangshypothese, ja. Egal, ob bei der Ermordung Peggys eine oder mehrere Personen anwesend waren. Der oder die Mörder haben meiner Überzeugung nach einen Auftrag, den sie erledigen mussten, weil man sie aus welchen Gründen auch immer in der Hand hatte. Der oder die Drahtzieher sind im Umkreis der Familie zu suchen. Das Festhalten an der Lüge, der hieß er auf dem Nachhauseweg von der Schule verschwunden, befeuert natürlich wildeste Verschwörungstheorien, die Schlimmstes befürchten lassen. Dies kann und darf nicht im Sinne unserer Rechtsordnung sein. Soll ich noch was vorstellen? Habe ich nicht richtig verstanden? Sie hat gesagt, der durch die Mörder war mit Auftrag der Familie gehalten, also im Umkreis der Familie gehalten. Passen Sie mal auf, ich bin Beamter, ich bin selbst Beamter. Wenn Sie wüssten, was ich die letzten 18 Jahre mitgemacht habe, würden Sie sich jetzt nicht so trauen, solche Fragen zu stellen.